Am 28. Dezember 2013 stolperte ein Pulk von 20, 30 oder 40 St. Pauli Fußballfans, also den härteren Bereich, an der Reeperbahn entlang, an der Davidstraße, an der Davidwache vorbei und hatte dann 200 Meter von der Davidswache entfernt in der Hein-Heuer-Straße die Zufallsbegegnung mit einer Streifenwagenbesetzung, die aus einem ganz anderen Anlass dort tätig war. Das waren drei Beamte, eine Frau, zwei Männer. Der eine Beamte bekam Kiefernbruch durch diese Verrückten, die einen Stein dem Polizeibeamten ins Gesicht schlugen. Die beiden anderen Beamten hatten auch relevante Verletzungen davon getragen, die mussten quasi flüchten. Katastrophal, gar keine Frage, massiver Übergriff. Völlig daneben. Die polizeiliche Pressestelle hat dann 13 Stunden nach dieser Tatzeit, das war am 28.12. um 23 Uhr, paar Minuten, 13 Stunden später eine Pressemitteilung herausgegeben, in dem dieser Vorfall so dargestellt worden ist, dass der Tatort direkt die Davidswache gewesen wäre, dass diese Gruppe von Fußballanhängern quasi den Rotfloristen zuzuordnen wäre, dass sie auf hinterhältige Art und Weise versucht hat, Polizeibeamten aus der Wache zu locken, um sie dann zu überfallen. Ja, also eine Lügengeschichte, eine Märchenstunde für die Mainstream-Medien, die sowas unhinterfragt dann weiter transportieren sollten, was sie ja leider auch gemacht haben. Wer als Polizeibeamter einen Tatort 200 Meter entfernt ansiedelt, eine Sachverhaltsschilderung macht, die etwas völlig anderes darstellt, als was tatsächlich ablief, der macht das nicht aus Versehen oder weil er gerade einen Freigang aus der Psychiatrie hat, sondern der macht es bewusst und gewollt. Er hat damit geplant, unter anderem das Gefahrengebiet zu begründen. Und er hat weiter damit geplant, die sich langsam entwickelnde schlechte Stimmung. Eine Woche vorher war ja die Demonstration, Rote Flora. Die Polizei hat zu viele Fehler gemacht, zu kappen. Man wollte einfach die Stimme, das war Propaganda. Man hat Propaganda gemacht, um sich selbst weiter als weißen Ritter darzustellen. Weil die Polizei in Hamburg ist nicht nur im Juni 1986, als wir uns gründeten, oder jetzt hier am 21., 28., 12. und dann bei der Umsetzung des Gefahrengebietes in einer Art und Weise als Täter in Erscheinung getreten, dass sie es eben nötig hat, die Öffentlichkeit und die Politik zu belügen. 3 Tage vor der Sondersitzung des Innenausschusses der Hamburger Bürgerschaft wurde die Gefahrenzone implementiert. Damit hatte man bereits neue, vollendete Fakten geschaffen für die Sitzung, die ja eigentlich dafür einberufen wurde, von den Grünen beantragt, um die Abläufe vom 21. Dezember, von der Demonstration vor allen Dingen aufzuarbeiten. Verstehen Sie, Sie kennen vielleicht den Begriff Überdeckungsschmerz. Angenommen, Sie haben Zahnschmerzen und das Schmerz, so Dauerschmerz. Und ich komme vorbei und haue Ihnen mit der Faust ins Gesicht. Denn spüren Sie vor allen Dingen die Wirkung des Faustschlags, aber kaum noch die Zahnschmerzen. Das ist die Methode, die die Polizei Hamburg gegenüber ihrer Bevölkerung verwendet. Die Demonstration wurde nicht laufen gelassen. Sie wurde als Kundgebung auseinandergeknüppelt. Eine Woche später, Davidswachenüberfall. Angeblich hat nie so stattgefunden. Empörung in der Bevölkerung, Solidarität mit den armen Polizeibeamten. Kurz nach dieser Geschichte mit der Davidswache oder was die Polizei daraus gemacht hat, Einrichtung des Gefahrengebiets. Und dann soll man noch nur über die Demonstration reden, geht doch gar nicht mehr. Darüber wird alles so in Nebel gehüllt. Der Stoff ist so groß, dass auch die knapp 4,5 Stunden, die Sitzung dauerte, vorne und hinten nicht reichen, um das
vernünftig, sachgerecht und also professionell aufzuarbeiten, so wie es eigentlich der Anspruch war. Das ist das Gefahrengebiet. Also das Zustandekommen des Gefahrengebietes gewesen. Und dieses Gefahrengebiet stellte das Größte an Fläche, aber auch von betroffenen Einwohnern in der Bundesrepublik Deutschland statt. Es hat so etwas noch nicht vergleichbar gegeben. So wie wir es noch gelernt haben in der Bundesrepublik vor der Wende, dass man nur Eingriffsmaßnahmen in Grundrechte der Bürger, also Durchsuchung, Befragung, Identifikation etc. vornehmen kann, wenn eine konkrete Gefahr besteht oder strafrechtlich Verdacht. Das gibt es nicht mehr. Also es gibt es auch noch, aber die Polizisten werden vor allen Dingen darauf konditioniert, wenn wir es für notwendig erachten, und da reichen Kleidungsstücke, da reicht die Nase, ein schiefer Blick, dann wird kontrolliert. 80.000 Menschen, das erreichen viele Mittelstädte in der Bundesrepublik an Einwohnerzahlen nicht, waren in diesem Gefahrengebiet und waren damit ständig möglicher polizeilicher Überprüfung ausgesetzt. Aufenthaltsverbote wurden ausgesprochen, sogar gegen Bewohnerinnen. Da mussten eine Frau, habe ich gesehen, die musste mit Polizeibeamten diskutieren. Aber ich wohne doch da, ich muss doch da schlafen können. Und dann war er gnädig und sagt, ja gut, klar, Sie können dann in Ihre Wohnung, aber Sie können nicht irgendwo mit anderen Leuten sich sehen lassen. Also sie musste sich überlegen, ob sie mit einer Freundin dort zum Kaffee trinken geht. Das war das Gefahrengebiet. Und da gab es dann auch natürlich weiter, also die Beamten traten ja auch rüpelig auf, nicht immer und durchgehend, aber viel zu oft. Das ist schon fast grundsätzlich so schien, sodass die Stimmung in der Bevölkerung kippte. Und dann hat eben, ich sag mal, endlich der Bürgermeister die Sache an sich genommen, die Senatskanzlei, Herr Olaf Scholz an der Spitze. Und er hat nach 4 weiteren Tagen Gefahrengebiet komplett, das auf 3 Gefahreninseln reduziert und weitere 3 oder 4 Tage später die Gefahreninseln aufgelöst. Das war so eine Etappierung gewissermaßen zur Deeskalation, ohne dass die Polizei Gesichtsverlust hinnehmen musste. Man konnte immer sagen, ja, die neue Lagebeurteilung macht es jetzt möglich, dass man das wieder runterfährt. Dummes Zeug. Auch was an polizeilichen Feststellungen gemacht wurde, da hat man nicht jetzt die wilden Geschichten gefunden oder irgendwelche Horden, die sich versammeln wollten, sondern da fand eher kreativer, lebendiger Protest statt. Im Grunde das, was eine gute, gesunde Demokratie auszeichnet. Und selbst da haben sie teilweise noch reingefuhrwerkt, also die Polizeibeamten. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Also die Deeskalation des Bürgermeisters ist eindeutig, aber im Grunde nur handwerklich gekonnt und sehr technizistisch. Aber der Versuch des amtierenden Bürgermeisters, Olaf Scholz, jetzt alle Verantwortlichkeit auf den Eigentümer der Roten Flora abzuschieben, ist natürlich absurd. Er, also Scholz, hätte schon viel früher tätig werden können und müssen, auch im Dezember, um den Unterstützern, Sympathisanten und Trägern der Roten Flora mindestens zu signalisieren, hier wird sich nichts verändern. Ihr habt dort euren kulturellen Freiraum. Da hätte sich diese Stadt viel ersparen können. Und nach wie vor glauben viele in diesem Land, was staatlich verlautbart wird, würde der Wahrheit entsprechen. Und muss so sein, wie es dargestellt wird. In der gesamten Rechtsentwicklung in unserem Lande, dass rechte politische Organisation, da will ich gar nicht die CDU als solche jetzt unbedingt ein, aber sie gehört auch dazu, intern Strategien entwickelt haben, dass man diesen Bereich Medien, Journalismus nicht so sehr linken, aufklärerischen Köpfen überlassen darf. Das haben die gelernt aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Also sie haben ganz gezielt Personen dort hineingebracht, ob in den Norddeutschen Rundfunk oder sonst wo. Und das merkt man jetzt inzwischen. Und dann gibt es eben auch bei den Journalisten Überzeugungstäter, die eben nicht
diese Unparteilichkeit walten lassen, diese professionelle Distanz, sondern ihr eigenes Süppchen kochen aufgrund ihrer politischen Überzeugung. Und deswegen wird so ein Schwachsinn dann als offizielle Wahrheit in die Köpfe der Menschen getragen. Diese Beschreibung dessen, was über das Gefahrengebiet stattgefunden hat, dass im Grunde etwas bewirkt wurde, was man gar nicht haben wollte, seitens der Polizei. Denn die Polizei kann ja nach diesem also rechts- und verfassungswidrigen Gesetz, § 4 Absatz 2 Polizeiliches Datenverarbeitungsgesetz, da steht der Unfug drin, aus eigenem Saft entscheiden, wir richten ein. Kein Richter, Sie brauchen nicht mal den Senator informieren. Man darf sich nicht wundern, wenn ein Innensenator wie Schill, also rechtsextremistisch, wenn nicht sogar braun, jedenfalls menschenfeindlich, öffentlich sagt, wir wollen jetzt eine zupackende Polizei. Und das mit dem entsprechenden Personal hinterlegt, in allen relevanten Schaltstellen, dass dann hier die Polizei anders arbeitet. Das Programm lief seit 2001 und wurde 2011 nicht von der Sozialdemokratie umgedreht, nach den Neuwahlen. Das ist eine Katastrophe, nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Polizei Hamburg. Unter diesem SPD-Innensenator läuft immer noch eine Schildpolizei. Eine Schildpolizei pur, fast zu 100%. Und die Ergebnisse sehen wir. Aber die Politik hat begriffen, jetzt gut 4 Wochen nach dem 21.12., wir haben einen riesigen Scherbenhaufen, egal wo wir hingucken. In der Politik, für die Polizei, auch für die Bevölkerung und die rote Flora, das ist richtig Mist. Also das Primat der Politik hat gepatzt. Ich hoffe, dass die Politik in dieser Stadt das wieder gelernt hat, dass die Polizei Instrumentencharakter hat. Das ist verfassungssystematisch zwingend, dass die Polizei der Politik zu gehorchen hat und der Bevölkerung zu dienen hat. Ob das wirklich so umgesetzt werden kann, weiß ich nicht. Dazu braucht es entsprechende Personen, entsprechende Köpfe. Wir Kritischen sehen diese Köpfe nicht mehr in der Polizei.